Ja, ich möchte heute mit dem Video auf ein paar Einwände und Ängste so zum Thema Sprachengebet einfach mal eingehen, weil das habe ich am Anfang selber gehört von meinem Glaubensweg und das hat mich auch verunsichert irgendwo. Da habe ich Zweifel reinbekommen und ja, ich musste erst im Laufe der Jahre lernen, meiner Glaubensjahre mehr und mehr Jesus zu vertrauen, auf Jesus zu schauen, anstatt auf Menschen, mich selber auf die Suche zu machen, in Gottes Wort zu forschen und vor allen Dingen mich der Führung des Heiligen Geistes anzuvertrauen. Aber ich wollte dir ein paar Einwände nennen, die ich selber kenne und die du vielleicht auch schon mal gehört hast. Und zwar sagen ja einige, Sprachengebet bringt es nicht. Ne? Wozu willst du in Sprachen reden? Wem nützt das was? Und im 1. Korinther Kapitel 14, Vers 4 steht, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Also da steht es ja, dass es sehr wohl was bringt, es erbaut uns selbst. Und ich kann das nur bestätigen. Ich bekomme einfach Kraft durch das Sprachengebet und es hilft mir vor allen Dingen, auch oft weiß ich gar nicht in bestimmten Situationen, ja, was ich beten soll, welche Fürbitte ich tun soll. Ich kenne ja gar nicht die Nöte und die Ängste der Menschen, aber Gott weiß es. Und wenn ich in Sprachen spreche, spreche ich, wie es Gott gefällt. Und ich möchte dir etwas aus meinem Leben erzählen, ein Ereignis, was schon ein paar Jahre zurückliegt, als meine Oma im Krankenhaus lag, im Sterben. Und da war sie nicht mehr bei Bewusstsein. Und ich stand mit meinem Mann an ihrem Bett und ich war überfordert. Es war eine schwierige Situation für mich und ich wusste echt nicht mehr, was ich beten soll irgendwann. Und dann fing ich an, in Sprachen zu beten. Und ich möchte dir dazu einen Bibelvers vorlesen, und zwar aus dem Römer Kapitel 8, Vers 26 bis 27. Da steht: Ebenso nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Und genauso war das. Der Heilige Geist hat sich für mich verwendet am Bett meiner Oma. Und weißt du, was das Erstaunliche war? Mein Mann war zu diesem Zeitpunkt gar nicht gläubig. Der kannte Jesus noch gar nicht, geschweige denn hat er in Sprachen gebetet. Das war dann einige Zeit später. Und dann habe ich ihn mal drauf angesprochen und habe gesagt, ja, wie war denn das eigentlich für dich, als ich bei meiner Oma in Sprachen gebetet habe, am Bett. Und weißt du, was mein Mann gesagt hat? Er hat gesagt, was für Sprachen, du hast in Deutsch gesprochen. Und verstehst du, was ich meine, wenn der Heilige Geist es gottgemäß macht, also sich für uns verwendet? Gott hat es perfekt gemacht, mein Mann hat es in Deutsch gehört. Und ja, das ist Gott. Gott ist geheimnisvoll. Und ich habe im 1. Korinther Kapitel 14, Vers 2, dir einen Vers mitgebracht. Da steht, wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Und das ist so. Und für viele ist das vielleicht so, was denn für Geheimnisse? Ich habe ja nicht mehr den Überblick, aber Gott ist geheimnisvoll. Und vielleicht hast du auch schon öfter gehört, diesen Einwand kenne ich auch selber. Ja, dass ein paar Menschen sagen, ja, du weißt ja gar nicht genau, was du redest, ne, im Sprachengebet. Es kann ja sein, dass du den Teufel da anbetest. Woher weißt du denn das? Und das verunsichert dich dann so, dann fängst du an, genau hinzuhören, ne? Dein Sprachengebet auseinanderzunehmen nach Buchstabenkombinationen, ob da nicht vielleicht ein Treu drin ist oder ein Sa. Und ja, du hörst da Wörter heraus und hast Angst, ne? Und heute weiß ich, dass es total lächerlich ist. Es ist total lächerlich. Ich habe heute Morgen, als ich in der Bibel gelesen habe, dazu noch etwas gefunden im 1. Korinther Kapitel 12, Vers 3. Da steht, deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus und niemand sagen kann, Herr Jesus,
außer im Heiligen Geist. Das ist gar nicht möglich, wenn du bei Jesus bist. Und selbst wenn da so ein Wort drin gewesen ist, wie man auch oft Jesus oder Messias hört als Wort, na und? Dann ist das vielleicht ein Sprachengebet, wo Gott endlich in dein Bewusstsein hinein zementiert, dass der Teufel unter Jesu Füßen ist, dass Jesus den Sieg über den Teufel errungen hat und dass der Teufel Angst vor dir haben muss und nicht du vor dem Teufel wegrennen. Und wenn Jesus in seinen Gläubigen wohnt durch den Heiligen Geist und der Teufel ist unter Jesu Füßen und besiegt, wo ist der Teufel jetzt bei dir? Also du musst jetzt mal unter deine Füße gucken. Da ist der Teufel. Es ist doch total lächerlich. Und ich glaube, du kennst auch genau, was in Matthäus Kapitel 7, Vers 7 bis 11 steht. Nämlich, dass unser Papa im Himmel uns doch keinen Dreck in die Hände wirft, wenn er uns begleitet, wenn wir ihm vertrauen, wenn während unseres Sprachengebetes. Also hör mal, was da steht. Da steht, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, Gutes geben, die ihn bitten? Halleluja! Das ist mein Papa und das ist auch dein Papa. Der gibt dir gute Dinge. Der schmeißt dir doch nicht irgendwie, wenn du die Kontrolle nicht mehr so ganz über alle Dinge hast, so, oh, ich schmeiße mal jetzt Dreck hin oder eine Schlange runter. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Hab doch mal endlich Vertrauen zu deinem Vater, zu Jesus Christus und zu der Führung vom Heiligen Geist. Halleluja! Und ich möchte dir noch einen weiteren Vers vorlesen. Das steht im 1. Korinther Kapitel 14, Vers 5. Da wünscht sich Paulus, dass alle in Sprachen sprechen. Und ich fände das auch ziemlich cool. Da sagt er, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Alle Menschen in Sprachen, alle Heiligen, alle Christen in Sprachen, cool. Ich find's klasse, Halleluja. Und ja, dann sagen ja einige, das sind dann ja vielleicht Sprachen nur, ja, die es hier gibt, ne, auf der Erde von Völkern, von bestehenden Völkern. Aber Paulus sagt ganz klar, dass es sowohl diese Sprachen der Menschen gibt, als auch Engelsprachen. Es steht im 1. Korinther Kapitel 13, Vers 1, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede. Sprachen der Menschen, Sprache der Engel. Ich meine, wir kennen aus der Apostelgeschichte, ja, dass die Apostel plötzlich anfingen, Pfingsten, ne, in Sprachen zu reden und die Ausländer, die da waren, die haben plötzlich das in ihren Sprachen gehört. Vielleicht war es aber auch so wie bei meinem Mann am Bett meiner Oma in einigen Fällen. So ganz genau wissen wir das nicht. Auf jeden Fall macht Gott es genau richtig, entweder in der Sprache, die existiert, oder in einer Engelsprache. Du kannst ihm vertrauen. Halleluja! Und du kannst auch singen. Ich habe dazu übrigens auch ein anderes Video auf YouTube über Sprachengesang. Also hab keine Angst vor Sprachengebet. Sprachengesang heißt das. Also du kannst auch in Sprachen singen. Ganz frei. Hier steht im 1. Korinther Kapitel 14, Vers 15. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Kannst du dir aussuchen. Lob singen mit dem Verstand oder Lob singen mit dem Geist, eben ganz, ganz frei in Jesus. Halleluja. Ja, und vielleicht kennst du auch diesen Einwand, den finde ich echt ein wenig lustig. Einige sagen, Sprachengebet hat aufgehört. Sprachengebet gibt es nicht mehr. Hallo? Millionen Menschen auf der ganzen Welt sprechen in Sprachen. Das ist so, als wenn du denen sagst, euch gibt es nicht, ihr seid nicht da. Und ich spreche ja auch in Sprachen und ich stehe hier, ich bin da oder bin ich nicht da. Verstehst du, was ich damit sagen will? Okay, aber jetzt
wollen wir ja ernsthaft bleiben, wir wollen hier weiter durchkommen. Und ich möchte ja dir jetzt einfach anschließend mit auf den Weg geben, dich auf den Weg zu machen. Genau, das möchte ich dir auf den Weg geben, dass du frei entscheidest. Also es ist ganz wichtig, ja, diese Freiheit auch zu lassen. Einige möchten in Sprachen sprechen, andere wollen es nicht. Wenn du deinen Vater nicht bitten möchtest um das Sprachengebet, ist das okay, weil du nicht bitten möchtest, weil du nicht möchtest. Aber wenn du deinen Vater im Himmel nicht bitten möchtest um das Sprachengebet, aus Angst oder Zweifel, oder vielleicht hast du es sogar deshalb auch jetzt gelassen, dann möchte ich dir Mut machen, dass du dich wieder neu damit beschäftigst, denn ich bin durch das Sprachengebet in ganz andere Glaubensgebiete hineingekommen. Klar, ich glaube sogar, dass es deshalb so ja, angegriffen ist, weil ich bin wirklich in Freiheit gekommen. Ich musste allerdings auch durch so ein menschliches Sperrgebiet, durch eine menschliche Mauer, ähnlich wie die Leute aus der Ex-DDR, die ja durch diesen Sperrgebiet, durch das Sperrgebiet mussten, über die Mauer. Und dann waren sie aber in der Freiheit. Und der Geist des Herrn macht frei. Und ich würde mir das wünschen, dass du das auch kennenlernst, dass du dich auf den Weg machst und dass du vor allem diese Worte, die ich hier gesprochen habe, jetzt nicht einfach so flüchtig annimmst, weil dann kommt ein Einwand und dann knickst du wieder um, sondern dass du auf Jesus schaust und dass du dich in die Bibel stützt, dass du das aufsaugst, dass du den Heiligen Geist einlädst, die Führung zu übernehmen und dir Klarheit darüber zu bringen. Und ich wünsche mir das, dass du frei wirst in Jesus Christus, dass du auch in neue Glaubensgebiete hineinkommst, dass du einfach merkst, dass du erbaut wirst und stundenlang vor allen Dingen in Sprachen sprechen kannst. Das können wir gar nicht im Verstand. Da kommen wir irgendwann in solche Gebetsmühlen rein und länger als eine Stunde kann ich nicht im Verstand reden, aber in Sprachen kannst du stundenlang beten, weil du betest, wie es Gott gefällt, Gott gemäß. Und ja, ich wünsche mir das einfach, dass du dich neu auf den Weg machst und dich nicht von Ängsten oder Zweifeln ausblenden oder ausbremsen lässt. Aber wenn du es nicht haben möchtest, weil du es nicht haben möchtest, ist das auch okay. Und wenn du jetzt mehr wissen möchtest zu unserem Dienst für Jesus Christus oder auch zum Heiligen Geist, zu den Gaben des Heiligen Geistes, dann klick einfach auf unsere Internetseite unter www.netzwerk-c.de. Und bis dahin sei mächtig, mächtig gesegnet in Jesu Namen. Tschüss!